keine andere Stadt Europas blickt auf eine so bewegte Vergangenheit zurück wie Berlin. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte die Stadt stark. Nach dem Fall der Mauer entstand ein neues Berlin. Das sieht man nicht nur am pulsierenden Zeitgeist, sondern auch an der Innovationskraft der Wirtschaft. Die Stadt wirkt international, dynamisch und kreativ. Die eher wirtschaftsschwache deutsche Hauptstadt entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem boomenden Standort für junge Unternehmen, sogenannte Start-ups. Aufgrund tiefer Lebenskosten, gut ausgebildeten Fachkräften und der Anziehungskraft der Metropole Berlin entstand ein einzigartiges Ökosystem für diese Unternehmen. Bei vielen Experten gilt Berlin aufgrund des starken Booms der Start-up-Szene als Silicon Valley von Europa. Zurzeit wird die Anzahl der Start-up-Unternehmen auf über 300 geschätzt. Einige der Start-ups haben bereits Berühmtheit erlangt. Sie werden in der Szene und in der Öffentlichkeit als innovative Vorzeigefirmen herumgereicht. Beispiele dafür sind SoundCloud, eine Online-Plattform für Musik, oder das Online-Modehaus Zalando. Idee, Produkt, Team, Ort, Strategie und Finanzierung sind die Grundpfeiler eines jeden Start-up. Vier Berliner Jungunternehmen und ein Experte geben Einblicke in die Szene, sprechen über ihre Erfahrungen und die Faktoren für ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen. Eines der aufstrebenden Start-ups ist die Firma Orderbird aus dem Stadtteil Berlin-Kreuzberg. Seit der Gründung vor 2 Jahren ist das Unternehmen rasant auf über 30 Mitarbeiter gewachsen. Orderbird ist ein iPad-Kassensystem, speziell für die Gastronomie auf den Apple-Geräten, wie zum Beispiel dem iPad. Im Unterschied zu klassischen Kassensystemen ist Orderbird deutlich preiswerter, viel schöner, kleiner und vor allen Dingen einfacher zu bedienen. Und das demonstriere ich euch halt mal kurz. Hier siehst du die offenen Tische. Hier siehst du die Artikel, die du buchen kannst. Wir machen einen neuen Tisch auf, zum Beispiel Tisch 6. Dann buchen wir einen. Da haben wir einen Cola und einen Cola Light. Hier oben gehen wir in die Speisen, sagen wir nehmen einen Salat, zum Beispiel den Caesar Salad. Und beim Cola mache ich noch eine Notiz dazu und sage extra Eis. Und das Ganze schicke ich jetzt in die Küche und an die Bar. Und der Gast möchte zahlen. Ich sage jetzt hier mal Bargeld. Der Tisch ist geschlossen. Die Kassenlade geht auf. Und die Rechnung wird gedruckt. Ein Kollege Bastian, der die Idee hatte, war früher Kassenhändler. Und er hat diese Geräte Tag ein, Tag aus verkauft und war großer iPhone-Fan. Und er hat sich irgendwann überlegt, das, was ich jeden Tag verkaufe, sind Geräte, die eigentlich sehr teuer sind, sehr kompliziert, ziemlich hässlich und schwer zu verstehen. Und das, was ich jeden Tag privat benutze, ist ein iPhone. Also es ist klein, schick, leicht, super einfach und eigentlich viel günstiger als das, was ich jeden Tag verkaufe. Und so hat er die Idee gehabt, Orderbird, ein iPad-Kassensystem, für die Apple-Geräte zu gründen. Im Stadtteil Neukölln befindet sich ein weiteres Start-up. Das Unternehmen K-Lab entwickelt eine Plattform für den Bildungsbereich. Ich bin Benjamin Büssenhagen, ich bin einer der Mitgründer und Geschäftsführer der Firma K-Lab. Es gibt seit Dezember 2011. Wir arbeiten an der Idee jedoch schon seit Mai 2011. Das Ganze ist entstanden aus einem Beratungsprojekt. Wir haben uns zusammen mit David Klett hingesetzt und haben uns überlegt, wie könnte die Unterrichtsvorbereitung, wie könnten die Abläufe in der Schule in der Zukunft aussehen und hatten da verschiedenste Hypothesen im Zweifel. Wir sind dann recht tief eingestiegen in die Analyse und haben dann gesagt, eigentlich ist das, was gerade in der Unterrichtsvorbereitung stattfindet, absolut nicht zeitgemäß und haben dann K-Lab gegründet. Und das erste Produkt, was wir jetzt, an dem wir jetzt feilen, ist die Plattform meinunterricht.de. Meinunterricht.de ist eine Cloud-Lösung für Lehrer, für Lehrerinnen, für die Unterrichtsvorbereitung. Wir stellen dort Zehntausende von Unterrichtsmaterialien verschiedenster Fachverlage zur Verfügung und bauen eine Cloud-Lösung,
wo eben die Organisation dieser Materialien auf sehr intuitive und sehr grafische Art und Weise möglich ist. Und es wird möglich sein, dass halt der Lehrer sowohl von seinem Tablet als auch von seinem Rechner in der Schule, als auch von seinem Rechner zu Hause an dieser Unterrichtsvorbereitung arbeitet. Im Coworking Space Halle am Wasser arbeiten unter anderem die Startups Table of Visions und Transporting Ideas. Wir sind die Table of Visions GmbH. Wir haben drei Säulen. Erste Säule Agenturgeschäft, zweite Säule eigene Projekte und dritte Säule einen eigenen Coworking Space. Die Table of Visions GmbH ist eine Agentur für digitale Lösungen. Wir machen Apps, wir machen Websites, wir machen Portale für unsere Kunden. Dadurch entsteht quasi ein Grundrauschen und mit diesem Grundrauschen entwickeln wir quasi auch noch eigene Projekte, eigene Businessmodelle, eigene Ideen, die wir einfach umsetzen, die wir spannend finden, die wir toll finden. Und so entstand zum Beispiel Pling.de. Wir haben vor 2 Jahren eine Crowdfunding-Plattform für kreative Projekte ins Leben gerufen. Im Crowdfunding geht es darum, dass viele einzelne Menschen im Internet ein Projekt finanzieren. Und auf unserer Plattform sind es eben kreative Projekte, das heißt, das können Filme, das können Videogames, also alles, was quasi unter diesem Deckmantel kreativ fällt, können diese Projekte finanziert werden auf unserer Plattform. Die Idee hinter dem Coworking Space war, dass wir darüber nachgedacht haben, wie man mehr Menschen kennenlernen kann auch, wie man halt sozusagen Synergien schaffen kann, wie man mehr inspiriert werden kann, neue Ideen findet und so weiter. In einem Coworking Space arbeiten mehrere Startups in denselben Räumlichkeiten. Die Unternehmen können dadurch die Kosten minimieren und zugleich Synergien untereinander nutzen. Vor allem kurz nach der Gründung eines Unternehmens wird von der Möglichkeit des Arbeitens in einem Coworking Space Gebrauch gemacht. Sobald die Startups größer werden, beziehen die meisten Unternehmen ihre eigenen Räumlichkeiten. Im Coworking Space der Table of Visions arbeitet unter anderem auch das Unternehmen Transporting Ideas. Mein Name ist Moritz von Bockum-Dolfs. Ich bin einer der Geschäftsführer der Transporting Ideas GmbH, ein junges Unternehmen aus Berlin. Wir befassen uns mit Dienstleistungen hauptsächlich und Projektmanagement. Wir bieten an Entwicklung, Umsetzung und Verkauf von Produkten. Die Produkte sind haptisch und digital, das ist egal. Und wir möchten eben, dass aus den meisten Ideen natürlich Erfolge werden. Diese Dienstleistung bieten wir jungen Unternehmern an, die zu uns kommen können und mit denen wir versuchen, ihre Idee gemeinsam umzusetzen. Transporting Ideas wurde gegründet 2009 mit dem Ziel, eben die Autobikinis auf den Markt zu bringen. Wir sind auf die Idee der Autobikinis gekommen in der Schweiz, in St. Gallen, als wir wirklich auf der Straße nachts zusammen mit einer Freundin gegangen sind und vorher ein Bier getrunken hatten und eben darüber sinniert haben, was man machen könnte und dann eben Autos gesehen hat, die an uns vorbeigefahren sind, die eben zur Ambulanz gehörten und eben insofern Kreuze auf den Außenspiegeln hatte. Und da kam es uns, dass wir gesagt haben, lass uns prüfen, ob jemand schon mal daran gedacht hat, die Fläche vom Außenspiegel, die Außenfläche eben gewerblich zu nutzen und zu vermarkten. Wir sind dann sehr schnell gewachsen, weil wir Glück hatten mit unserem Produkt und im Markt genau das so platzieren konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Haben aufgestockt auf fast eine zweistellige Anzahl von Mitarbeitern und mittlerweile das Projekt aber so ausgegliedert, dass es eigentlich von alleine läuft und wir eben uns mit dem Team wieder auf neue Dinge stürzen können. Also wir hatten ein Büro hier in Berlin, etwas außerhalb einer Stadtgrenze mit eben mehreren Angestellten und da hatten wir unsere eigene kleine Welt und wir haben uns dazu entschieden, den Schritt wieder zurückzugehen, weil wir diesen Spirit und dieses Knistern vermisst haben, wie es am Anfang war. Und man hat eben hier ein Umfeld, was sich total befruchtet. Also du kommst hier rein und findest halt gleichgesinnte Menschen, die alle die gleichen Probleme haben. Ja, jeder Unternehmer hat die gleichen Probleme, es ist nur in Blau und Grün, aber es ist immer das Gleiche. Und wenn man in so einem Umfeld ist, ist das wirklich sau hilfreich und synergiert sehr, wenn man eben Zugriff hat, mal eben da im tagesaktuellen Geschäft auf
Freunde fast, die eben konfrontiert sind mit den gleichen Situationen. Das ist schon ein ganz schöner Mehrwert. Man muss schon versuchen, über den Tellerrand zu gucken. Man muss teilen, sonst kann man nicht gewinnen. Und gewinnen wollen, das in Vordergrund zu stellen, klappt nie. Also man muss es ist ein Miteinander. Und es ist auch, finde ich, ein schönes Beispiel für eine Gemeinschaft, dass man gar nicht immer einer Meinung sein soll, aber langfristig eben in die gleiche Richtung zieht. Und das tun alle hier. Also man hat hier ein Umfeld, alle wollen hier sich selber verwirklichen, Ideen verwirklichen. Und es geht eben um das Umsetzen, um das Kreieren von Werten. Und das ist was Tolles, also was man hier spürt. Und das, was einfach wahnsinnig spannend am Coworking an sich ist, dass, wenn man sich überlegt, dass man heutzutage eigentlich all das nicht braucht. Man braucht eigentlich keinen Coworking-Space. Wir haben alle einen Laptop, Internetzugang, auch zu Hause rein theoretisch. Rein theoretisch bräuchten wir es nicht. Das, was aber so toll ist, dass die Leute trotzdem zusammen in einer Location sein wollen. Die wollen, dass man gemeinsam arbeitet, dass man morgens reinkommt und Gesichter sieht. Die wollen, dass es einfach Synergien sich ergeben. Und das ist einfach das Schöne. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Startup-Unternehmens ist der Standort. Andreas Bissendorf ist der Vorsitzende der IBB Business Team GmbH, welche zur Investitionsbank Berlin, dem staatlichen Institut für Wirtschaftsförderung, gehört. Das IBB Business Team unterstützt mit subventioniertem Coaching Startups aus Berlin. Andreas Bissendorf beobachtet die Entwicklung der Startup-Szene in Berlin seit längerem. Er sieht diverse Faktoren als Grund für den Erfolg der Startup-Szene in der Stadt Berlin. In Berlin sieht natürlich eine hochkarätige große Wissenschaftslandschaft vorfinden. Wir haben drei große Universitäten, zig weitere Hochschulen. Und von daher ist erstmal ein sehr großes Potenzial an gut ausgebildeten Menschen hier vor Ort. Berlin ist günstig daneben von den Lebenshaltungskosten, was Wohnungen, Mieten, aber auch Löhne dann im Prinzip angeht. Also wenn ich in Berlin ein Unternehmen gründe, dann finde ich relativ schnell gut ausgebildete Fachkräfte, die nicht zu hohe Lohnkosten verursachen. Eben sehr viel leichter hat man Zugänge zu solchen Leuten. Also in anderen Städten, in Hamburg oder München, müsste ich wahrscheinlich mir eine Agentur suchen und direkt die bezahlen. Und dieser Spirit ist nicht, also schwierig zu beschreiben, das ist so ein Gefühl. Also wenn ihr hier durch Berlin geht, dann merkt man es. Ja, jeder Dritte, der hier rumläuft, der bastelt an seinen Konzepten und seinen Geschäftsideen und man kann einfach überall in offene Türen rennen und findet Gleichgesinnte und das, also hier passiert es. Daneben spielt natürlich eine Rolle, dass Berlin hip ist mittlerweile, also anziehend für junge Leute, nicht nur aus Berlin, sondern aus ganz Europa, die zu uns kommen. Dass Berlin jetzt hip geworden ist, hat ja nicht, das konnte ja keiner vorher irgendwie drehen. Das würde sonst ja jede Stadt machen können, dass sie sagen würde, oh ja, wir werden jetzt so hip wie London oder wie Berlin oder wie andere angesagte Städte in der Welt und dann drehe ich mal an drei Schrauben und schon habe ich das da. Ich glaube, da ist zum einen eine zufällige Entwicklung zusammengekommen, die natürlich dann auf der anderen Seite, gerade was die Gründerszene angeht, durch eine hohe Unterstützung begleitet wurde. Also wir haben natürlich eine sehr fokussierte Gründerförderung, weil man muss einfach sehen, dass Berlin von seinen Möglichkeiten her nach der Wiedervereinigung relativ beschränkt war. Ich glaube, dass es die einzige Chance ist für Berlin, sich auf Startup zu konzentrieren, weil in Berlin gibt es keine andere Industrie. Es gibt relativ wenig Dienstleistungen, es gibt kaum große Unternehmen, die hier ihre Headquarters haben. Und das macht Berlin vielleicht auch charmant für viele, die hierher kommen und sagen, es ist ein anderer Entwurf als London oder als das Valley. Ich glaube, dass das Umfeld gerade im Silicon Valley ums Hundertfache professioneller ist im Startup-Bereich. Natürlich viel, viel größer. Ich habe viel mehr Leute, ich habe viel mehr Ideen, ich habe viel mehr
Finanzierungsmöglichkeiten. Das Silicon Valley ist der größte und einflussreichste Startup-Hub der Welt. Der Boom der Computerindustrie und die Nähe zu Forschungsinstituten lösten seit den 60er Jahren im Silicon Valley einen Gründerboom aus. Tausende neue Unternehmen wurden in den darauffolgenden Jahren aus der Taufe gehoben. So entstand während Jahrzehnten ein sich selbst befruchtender Kreislauf von Geld und Ideen. Das Silicon Valley hat nicht zuletzt darum weltweite Strahlkraft, da dort Firmen wie Apple, Microsoft oder Google entstanden. Silicon Valley hat natürlich den Vorteil, dass das jahrzehntelang gewachsene Strukturen sind, wo wirklich alle Großen sitzen und natürlich eine ganz andere Struktur auch an Geldern da ist. Natürlich was anderes in Deutschland. Also hier haben die Business Angels Tickets von 50.000 Euro bis 100.000 Euro. Und in Amerika fangen die da an bei irgendwelchen Millionen. Ja, das ist wirklich ein wahnsinniger Unterschied. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ja, wir sind halt konservativer. Wir sagen halt Stein auf Stein und machen es klein und haben auch die Möglichkeit, dass wenn ein Konzept funktioniert, das eben auch größer zu machen. Wir haben jetzt den Status eines Silicon Valley in Europa. Und ich denke, dass sich dieser Trend verstärken wird, wenn es gelingt oder wenn es passiert im Prozess, dass weitere große Finanziers jetzt auch nach Berlin kommen. Die Zukunft der Startup-Szene in Berlin ist meines Erachtens noch rosig. Die Frage ist, wie lange es so weitergehen wird. Wir merken jetzt schon, dass der Zustrom von Startups so groß ist, dass in gewissen Bereichen die ersten Probleme entstehen, weil nicht genügend Leute verfügbar sind. Das heißt, Entwickler und gute Telesales-Leute werden knapp, auch wenn immer mehr nachkommen. Und es ist gerade ein Hype, jeder Hype hat sein Ende, aber das Ende ist noch nicht in naher Sicht. Also ich glaube, dass definitiv die Startup-Szene in Berlin, in Europa eine tragende Rolle spielen wird. Das wird sicher die Startups Hauptstadt, sage ich mal, in Europa werden. Also einfach, weil sich sehr namhafte Startups gerade aus der Internetszene hier angesiedelt haben. Also Twitter ist hier, Soundcloud ist hier. Das sind schon so Unternehmen mit Strahlkraft. Und wenn die Politik weiterhin einen guten Job macht, dann wird Berlin sich einfach weiterhin prächtig entwickeln, was die Startup-Szene betrifft. Startup-Szene ist ganz, ganz wichtig. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass wir Leute haben, die den Mut haben, sich selbstständig zu machen und das Risiko eingehen. Weil das sind ja die Firmen, die hoffentlich irgendwann zu kleinen mittelständischen Unternehmen heranwachsen. Und aus dem Mittelstand entsteht alles, entstehen die Innovationen, daher kommt der Drive, da werden Arbeitsplätze kreiert. Und das sollte meiner Meinung nach auch sehr viel höher honoriert werden. Und wir sehen natürlich insbesondere als Landesförderinstitut, dass insbesondere auch an dieser Stelle neue Arbeitsplätze entstehen. Und das ist für die Stadt wichtig, für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wichtig. Und von daher misst Berlin natürlich diesen Gründungsunternehmen einen hohen Stellenwert zu. Nicht unbedingt messbar im Bruttosozialprodukt, aber wichtig für das Vorantreiben von Innovationen, von Technologien, sozusagen die Zukunft der Stadt. Eine gute Idee und der richtige Ort garantiert noch lange keinen Erfolg. Um den Weg von der Idee zum Produkt erfolgreich zu gehen, braucht es eine klare Strategie. Mit einer guten Strategie lassen sich Investoren überzeugen, sich mit finanziellen Mitteln zu beteiligen und so die Entwicklung des Produktes sicherzustellen. Wichtig ist aber zum Anfang, ich denke, also, dass ich eine Strategie habe, weiß genau, wo ich hin will, was ich tun will, verzettel mich also nicht. Das heißt, sich auf genau einen Business Case einschießen, auf genau eine Zielgruppe, auf genau ein Produkt und genau nichts machen, was nur einen Millimeter links und rechts neben der Straße ist. Das heißt, deinen Weg fokussieren, dein Ziel im Auge behalten, nicht nach links, nicht nach rechts schauen
und geradewegs darauf zu halten? Also ich finde, ein Plan oder ein Planning zu haben, wie man eine Idee umsetzt in der Praxis, das ist sau wichtig. Und mit einer klaren Strategie lässt sich dann auch besser eine Bank oder auch ein Venture Capitalgeber überzeugen, sich hier an dem möglichen Erfolg zu beteiligen. Und das Wichtigste an der Strategie ist, dass sie einfach nicht in Blei gegossen ist, sondern dass man immer wieder und kontinuierlich an ihr schraubt und sie weiterentwickelt und sie anpasst. Klar, man muss sich treu bleiben, man muss in der Richtung treu bleiben, aber man muss eine Strategie auch immer wieder in Frage stellen. Man muss an ihr schrauben, man muss sie verändern. Die beste Strategie ist, bei uns festzulegen, was wir nicht machen. Weil man eben sehr gerne hüpft und springt und tut und schaut, was man alles machen kann. Und durch das Arbeiten tagtäglich an einer Idee entwickelt sich viel von alleine. Ein Startup, wir verändern uns immer noch jede Woche. Und es ist gut so, dass wir uns jede Woche verändern, weil sonst wären wir zu statisch. Und wir können eben, im Gegensatz zu großen Unternehmen, innerhalb von 24 Stunden umschwenken. Der Aufbau eines Startup-Unternehmens erfordert Kapital. Für Startups gibt es verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Eigene Mittel, Venture Capitalists oder Business Angels sind Stichworte dazu. Andreas Bissendorf erläutert die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung von Jungunternehmen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, von einer Kleinstgründung ausgehen oder kleineren Gründungen, da erleben wir, dass so die erste Phase hauptsächlich finanziert wird aus eigenen Mitteln. Da gibt die Familie was, da hat man was gespart, da gibt es ein paar Freunde, die investieren. Also das sind hauptsächlich Gründungen, die mit bis zu 25.000 Euro auskommen. Für die, sagen wir mal, dann etwas größeren Gründungen schon, die ein Kapital benötigen von, sagen wir mal, 25.000 bis 500.000 Euro, da gibt es dann die Möglichkeit, über Mikrodarlehen zu gehen, die wir jetzt zum Beispiel als Investitionsbank Berlin anbieten, und dann Gründungsdarlehen, also Geld, das man wieder zurückzahlen muss, bis 500.000 Euro, die wir zusammen mit den Geschäftsbanken hier in Berlin zu geförderten Konditionen anbieten. Wenn wir dann von den klassischen Startups ausgehen, hier wird ja hauptsächlich Eigenkapital benötigt. Und dafür gibt es dann Angebote von Venture Capital Gebern. Also Venture Capital Geber investieren in ein Startup und werden sozusagen Teilhaber an dem Unternehmen. Sie beteiligen sich an dem Unternehmen. Der Unterschied zu einer Bank ist, eine Bank gibt Ihnen ein Darlehen, das Darlehen müssen Sie wieder zurückzahlen und dafür zahlen Sie Zinsen. Der Venture Capital Geber sagt, hier gebe ich dir 500.000 Euro, das ist Eigenkapital für das Unternehmen und er übernimmt dafür Geschäftsanteile an dem Unternehmen, wird sozusagen Mitgesellschafter. Bei einem Venture Capital Geber geht man eher dann von einem Unternehmen aus, das Kapital eingesammelt hat und es dann professionell in Startups investiert. Beim Business Angel spricht man eher von Einzelpersonen, Privatpersonen, die sagen, okay, ich bin relativ vermögend und möchte mich an kleineren oder an Startups dann beteiligen, auch hier wieder mit Eigenkapital und als Mitinhaber eines Unternehmens. Und das sind eigentlich gute Voraussetzungen, insbesondere für Startups in dieser frühen Phase. Und dann kommen wir halt zu dem Punkt, wo dann größeres Wachstum dargestellt werden muss, hoher Kapitalbedarf ist. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass durch diesen Magneten Berlin jetzt auch Finanziers in die Stadt kommen, Business Angel in die Stadt kommen, die diese größeren Beträge darstellen können. Weil da sehe ich zurzeit hier in Berlin noch eine Lücke. Idee, Produkt, Team, Ort, Strategie und Finanzierung sind die Grundbausteine für ein erfolgreiches Startup-Unternehmen.
Die vier porträtierten Berliner Startups und Andreas Bissendorf vom IBB Business Team berichten über die aus ihrer Sicht entscheidenden Erfahrungen auf dem Weg zum Erfolg. Das Tal, das ich überwinden muss, also wo ich auf das andere Ufer komme, ist also das Thema Finanzierung. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass es nicht genügend Kapital gibt, sondern das hat einfach auch damit zu tun, dass dieser Punkt, bekomme ich, kann ich einen Dritten, einen professionellen Kapitalgeber, ob nun Banker oder Business Angel oder Venture Capitalist, von meiner Gründungsidee, von meinem Geschäftskonzept überzeugen. Es gibt alles, niemand hat irgendeinen Mangel. Du musst irgendeinen Pain finden, den du löst. Also gerade in der Technologieszene musst du ein Bedürfnis entdecken, dass du mit deinem Produkt derart gut löst, dass es den Aufwand lohnt, für den Kunden dein Produkt sich anzuschauen, sich damit zu beschäftigen, es zu kaufen, es zu benutzen und am Ende sogar noch weiter zu empfehlen. Das heißt, du musst eine Marktlücke finden. Die Idee ist wichtig, aber du kannst die beste Idee der Welt haben, ohne das richtige Team kannst du es vergessen. Du solltest deinen Mitgründern zu 100% vertrauen. Das muss auch persönlich passen. In unserem Fall, wir haben zu viert in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und haben uns das erste halbe Jahr sozusagen 24 Stunden am Tag gesehen, was sehr gut war. Gerade in so einem jungen Stadium ist man viel im Büro, macht sich viele Gedanken und hat eine sehr intensive Zeit. Und wenn man damit mit seinen Teammitgliedern nicht so gut kann, dann ist es schwierig. Schau aufs Fachliche, ganz klar. Schau aber auch drauf, dass du mit der Person zusammenarbeiten kannst und willst und dass du der Person voll vertrauen kannst. Und auch die ersten Mitarbeiter müssen den Gründer-Spirit einfach in sich tragen und müssen an das große Ganze glauben. Du kannst hier nicht einen Angestellten haben, der von 9 to 5 arbeitet. Das wird nicht funktionieren. Man setzt ein Projekt um und es gibt 1000 Features, die man noch dazu umsetzen kann. Gedanken machen, sich Gedanken machen, was ist der Kern der Idee? Und nur diese Idee umsetzen. Sich nur auf den Kern einer Sache funktioniert, weil wenn der nicht klappt, alles andere hinfällig ist. Entscheidet euch für einen Weg. Definiert euer Ziel, wo ihr hin wollt. Lasst das Ziel nicht außer Augen. Schaut nicht nach links, schaut nicht nach rechts. Lauft mit 110% in diese Richtung. Denn lieber fahrt ihr mit 100 km/h gegen die Wand und das relativ schnell, als dass ihr mit 10 km/h durch die Gegend zuckelt und dann viele, viele, viele Monate später herauszufinden, dass es keine gute Idee war. Die Herausforderungen sind, glaube ich, dass man eben diese Entscheidung trifft und im Kopf den Schalter umlegt und sagt, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt und das ist die Herausforderung, weil alles andere ist Arbeit. Alles andere ist Arbeit, aber man muss eben diese Besessenheit haben oder diese Motivation haben, zu sagen, ich renne vor die Wände, irgendwann fallen sie um und es ist mir völlig klar, dass Schwierigkeiten auftreten, nichts funktioniert beim ersten Mal, gar nichts und jedes Projekt ist eine Katastrophe irgendwo. Ja? Und am Ende geht es eben darum, dass man es schafft, diese letzten berühmten 5% eben umzusetzen, um eine Idee zu haben, die dann wirklich marktreif ist oder im Rollen zu ist. Und die Herausforderung ist eben, diesen Weg zu gehen. Da draußen sagen immer alle, wenn es um Projekte und Ideen und Startups geht, just do it. Unser Ansatz ist, get it done. Mach's fertig. Man schafft es immer bis 95%, das Ding zu entwickeln. Und die letzten 5% sind immer die härtesten. Sich dann nochmal in den Arsch zu treten und es dann perfekt zu machen oder es dann so hinzustellen, dass es wirklich funktioniert, das ist immer das Schwierigste bei jedem Projekt. Ausdauer ist sehr wichtig. Da gibt es ja dieses nette Kindersprüchlein, wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt ein Lichtlein irgendwo her und es ist auch so. Und solange das Licht am Ende des Tunnels nicht aus ist, sondern es wenigstens klein bestehen bleibt, wird es irgendwann größer, weil man die Fahrt aufnimmt. Und man muss durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ist ein gewisser Neid vielleicht dabei. Ich wäre auch gerne gerade durchgesegelt. Bei uns war es sauschwer. Aber man merkt halt, dass man durchhält, durchhält, durchhält und macht, macht, macht. Dann wird es was. Unternehmertum kommt von Tun.